Wer wissen will, wie eine Köchin oder ein Koch tickt, muss sie oder ihn in der Küche sehen. Viele meinen, es ginge nur um Leidenschaft, Begabung und Kreativität. Man muss aber auch ruhig, organisiert und diszipliniert sein, um den höchsten Ansprüchen zu genügen. Oh. Alles gut. Oh mein Gott. Ich mache gerade meinen Yams-Gratin. Ich bin gern laut, besonders beim Kochen. Dadurch fühle ich mich produktiv. Die Kartoffelroulade bekommt Farbe. Jetzt werde ich nervös. Ich verschwende Trüffel. Auf Joyce Arbeitsfläche herrscht Chaos. So kann man keine Küche führen. Noch 10 Minuten. Okay. Das Steak ist perfekt. Ich bin zufrieden. Gut. Bisschen zu salzig. Alles gut. Fast vergessen. Wie lang noch? Noch 1 Minute. Okay.